So, moin, da bin ich wieder. Wir haben einen neuen Beispielsatz. Wir haben auch diesmal ein neues Thema, was die Grammatik angeht. Und zwar hatten wir beim ersten richtigen Lehrvideo, was wir eben hatten, eine Partikel, nämlich die Partikel ba. Und wir steigen jetzt ein in die Verbalsuffixe. Und sinnvoll ist es dann erstmal, die Verbalsuffixe der Vergangenheit zu nehmen, weil die recht häufig vorkommen. Ich habe da auch wieder einen super schönen Beispielsatz gefunden. Ich versuche das halt immer so zu machen, dass die Beispielsätze möglichst einfach sind, um möglichst nur ein oder zwei grammatikalische Phänomene irgendwie enthalten. Das, worum es nicht geht, erläutere ich dann nicht, weil das halt blödsinnig ist. Ich gehe halt nur auf das ein bisschen spezieller ein, worum es halt wirklich konkret geht. Und hier geht es halt um carry. Carry hat zwei Funktionen. Einmal ist es, wie gesagt, ein Verbalsuffix der Vergangenheit. Zweitens mal ist es ein Verbalsuffix, das in der Lyrik zum Einsatz kommt, in Gedichten. Und es ist dann zum Ausdruck einer lyrischen Emphase. Kann man im Deutschen meistens schlecht übersetzen, aber ich werde euch dafür gleich ein Beispiel zeigen. Wir nehmen jetzt erstmal das einfache Vergangenheitsbeispiel. Das ist ein Satz aus dem Konjaku Monogatari, also frühes 12. Jahrhundert. Ist ein typischer Einleitungssatz, wie er in der im Konjaku Monogatari oder im Mujisui Monogatari ständig vorkommt. Nämlich Ima wa Mukashi, früher irgendwer, Arikeri, also früher gab es jemanden. Ich lese einfach mal. Ima wa Mukashi, Kudara no Kawanari to yu Eshi Arikeri. Das wäre der Satz. Hier war das Keri, um das es geht. Der Satz ist sehr einfach. Allerdings kann man da auch ein paar schöne Sachen rausziehen. Zum Beispiel haben wir hier to you, so genannt oder wird so bezeichnet oder heißt so und so. Findet man eigentlich auch ständig in diesen Sätzen. Also irgendjemand, der so und so heißt oder so und so genannt wird. Was hier auffällig ist, hier vorne steht ja der Name, wie er genannt wird, und dann To Yu Eshi, das ist der Maler. Und ich habe ja in der allerersten Einführungssitzung so ein paar Sachen vorgestellt, unter anderem habe ich die Formen vorgestellt, in denen Verben und Verbalsuffixe stehen können, und da war eine Form wie Rentaike, also das ist die Form, die Attributivform von Verben und Verbalsuffixen. Und die haben wir auch hier. Yu ist ein Godan-Doshi, also ein fünfstufiges Verb, und da sieht die Rentaike genauso aus wie die Shushike. Und das steht hier attributiv. Ist natürlich erweitert durch den Kram, der dazugehört. Das ist ja eine relativ feststehende Aussage. To you irgendwas. Steht in der Rentaike attributiv zum Eshi. Das ist das Erste. Was wir noch als Besonderheit haben, wir haben hier bei Yu, eigentlich sagen, sprechen, haben wir ein besonderes Kanji. Damals war es halt noch gang und gäbe. Das ist das Kanji, das man im vormodernen Chinesisch für indirekte Rede verwendet hat, Yun. Und als die Japaner die Kanji importiert haben, haben sie natürlich alles genommen, was nicht nito-nagelfest war. Unter anderem auch das hier. Und weil das halt genauso irgendwas mit Reden, Sprechen, sich äußern zu tun hatte wie Yu. Hat man die beiden halt synonym genutzt. Und in dem Fall, den wir hier haben, haben wir halt dieses Zeichen. Während im modernen Japanischen dieses Zeichen stehen würde. Erste Besonderheit. Die zweite Besonderheit haben wir hier auch wieder bei dem Verb Arikeri. Also, ich trenne das Keri mal ab. Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Keri wird angeschlossen wie alle Verbalsuffixe der Vergangenheit und alle Verbalsuffixe zum Ausdruck des abgeschlossenen Aspekts oder des Aspekts der Abgeschlossenheit
an die Renyoke. Es gibt eine einzige Ausnahme, die Partikel, das Verbalsuffix re, das machen wir später. Aber ansonsten, Vergangenheit und Abgeschlossenheit stehen eigentlich immer an der Renyoke. Wir haben hier Ari. Ari. Das ist ein Rahenverb, deswegen der Susike auf I endend und Rahenverben enden auch in der Renyoke auf I. Also Ari Keri. Was hier auffällt, ist, dass dieses Okurigana, der flektierende Teil, nicht mitgeschrieben wird, kommt auch sehr, sehr häufig vor. Trotzdem lesen wir Ari und dann Keri. Keri flektiert auch wie ein Rahenverb und endet entsprechend in der Shushike auch auf Re. Wunderbar, dann übersetze ich das Ding einfach mal. Also, früher gab es einen Maler, welcher hieß oder genannt wurde Kawanari aus Kudara. Und Kudara ist Baekje, ein altes koreanisches Königreich, weil ja damals in der Zeit der drei Reiche in Korea, beziehungsweise als es zu Ende gab, relativ viele Koreaner nach Japan geflüchtet sind. Und wer aus Korea kommt und wer nicht, konnte man damals an den Namen sehen, wie zum Beispiel hier einfach der Kawanari, der aus Baekje kam. Ja, das war der erste Satz. Keri, Verbalsuffix der Vergangenheit, wird wie alle Vergangenheitsverbalsuffixe, fast alle, an die Renyoke angehangen und flektiert wie Verben der Rahenreihe. Das war die erste Verwendung und dann kommen wir nochmal zur lyrischen Emphase. Da zauber ich mal kurz was anderes an die Tafel.